Die schwarz-gelbe Bundesregierung liefert schon seit Monaten ein desolates Bild. Westerwelle beschimpft Erwerbslose, aber jettet mit seinen Wirtschaftsfreunden um die Welt. Die Kanzlerin rettet die Banken, ohne die Profiteure der Finanzkrise zur Kasse zu bitten. Statt endlich die Finanzmärkte zu regulieren, plant die Bundesregierung ein neues Sparprogramm zu Lasten von Arbeitnehmerinnen, Rentnern und Hartz-IV-Empfängerinnen. Und jetzt laufen der Kanzlerin auch noch die führenden Köpfe weg. Nach dem Aus von Roland Koch, nun der Rücktritt von Horst Köhler. Er hat ausgesprochen, was wir als Linke schon immer vermutet haben, dass Kriege auch aus wirtschaftlichen Interessen geführt werden. Nicht die Aussagen von Horst Köhler. Der Krieg ist der eigentliche Skandal. Unser Grundgesetz erlaubt keine Wirtschaftskriege. Kein Wunder, dass die Menschen der Regierung misstrauen. Wir brauchen endlich einen Politikwechsel in Deutschland. Die Linke sagt, wir brauchen eine konsequente Friedenspolitik, den Abzug aus Afghanistan und eine Politik der sozialen Gerechtigkeit.